Moin zusammen zur Vorlesung Datenbanken. Freut mich, Sie begrüßen zu dürfen, wenn auch in dieser etwas ungewöhnlichen Form innerhalb von mehreren Lehrvideos. Denken Sie daran, dass die Videos bitte nicht alleine geguckt werden sollen. Es gibt immer ein kleines Begleitblatt, eine Lernnotiz, wo noch ein paar weitere Informationen draufstehen, die auf jeden Fall hilfreich an einigen Stellen auch notwendig sind. Das heißt, man braucht sie einfach zum Verstehen, was wir hier machen werden. Die Veranstaltung ist für das dritte Semester Informatik-technische Informatik. Das heißt, Sie haben schon die ersten zwei Semester überstanden, sollten auch mindestens 40 Credit Points haben, da Sie sonst die Abschlussprüfung nicht machen können. Falls Sie die Punkte noch nicht haben, denken Sie dran, man kann Prüfungen nachmachen, mündliche Prüfungen, zweiten Versuch. Vielleicht hat man auch eine Chance, eine Ausnahmeregelung zu bekommen, falls man irgendwo bei 35 oder 37,5 stehen geblieben ist. Aber das müssen Sie im Wesentlichen mit dem Studiendekan selbst aushandeln. Ja, kommen wir jetzt doch zur Vorlesung. Also, Datenbanken, sehr wichtiges, elementares Thema in der Informatik. Zentral, wenn es darum geht, Informationen zu speichern, zu verarbeiten und auszuwerten. Und damit werden wir uns in dieser Veranstaltung genauer beschäftigen. Wir werden dabei anfangen, Anforderungen zu erheben, was soll eigentlich in unserer Datenbank gespeichert werden und dann eben darüber nachdenken, wie man das realisieren kann. Das wird schrittweise in mehreren Phasen passieren. Die werden wir uns durchgehend in der Vorlesung praktisch von der Analyse bis zur Realisierung ansehen. Weiterhin werden wir nebenbei ein bisschen in die Datenbank hineinschauen. Insbesondere ist es natürlich ein spannendes Thema, was passiert, wenn mehrere Leute auf einer Datenbank arbeiten. Und da sollte man davon ausgehen können, dass das sauber geregelt wird und wie man das regeln kann. Und was man dazu alles wissen muss, das werden wir uns auch in dieser Veranstaltung noch anschauen. Ich habe hier mal einen Überblick über die Vorlesung aufgelegt. Abhängig davon, wie viele Veranstaltungen wir haben, wird sicherlich nicht alles geschafft werden können, aber dies zeigt so wichtige Begriffe schon mal. Bei mir ist es auch wichtig, dass die Blöcke hier nicht eins zu eins zur Vorlesung gehören. Also es kann durchaus sein, dass ich mal für einen Block mehr als eine Vorlesung brauche, nur für einen Block mehr als oder weniger als eine Vorlesung, weil ich die Taktung unbedingt auf 90 Minuten für nicht so wichtig halte. Deswegen hier also getrennt die Möglichkeit, eben einfach mal eine Übersicht zu erhalten. Spielen wir ein bisschen Buzzword-Bingo, gucken mal, was für Begriffe da sind und sehen, wir fangen an, den Grundbegriffen, okay. Dann die Entity-Relationship-Modellierung ist unsere Möglichkeit, die Anforderungsanalyse durchzuführen. Also wir erheben damit, was wollen wir in unserer Datenbank verarbeiten oder einfach speichern. Dann kommt der zentrale Begriff der Tabelle. Wenn Sie da die Vorstellung haben von irgendwie einem Raster, wo es ziemlich viele Spalten und Zeilen gibt, ist die Vorstellung schon sehr gut, weil wir werden im Wesentlichen hier nur relationale Datenbanken ansehen. Bei den Tabellen gibt es gute Tabellen und schlechte Tabellen. Das werden wir uns dann angucken, wenn wir über Normalformen reden, sehen, wie man Tabellen dann systematisch von schlechteren in bessere verwandeln kann. Danach beginnen wir mit dem Thema SQL. Das sehen wir hier dran. Das ist eine Sprache, die eigentlich aus mehreren Teilsprachen besteht. Sie hat einmal die Möglichkeit, Tabellen selbst anzulegen in der Datenbank. Und dann gibt es die Möglichkeit, eben Anfragen zu stellen, also die Daten auszuwerten, nach Daten zu suchen und natürlich auch Daten einzufügen. Das gehört zum eigentlichen Anlegen von Tabellen dann mit dazu. Ja, wenn wir diesen Teil uns genauer angeguckt haben, haben wir so den elementaren Teil der Erstellung der Datenbanken abgeschlossen. Dann kommen wir zur eigentlichen Nutzung. Da habe ich hier als Beispiel JDBC genannt, die Nutzungsmöglichkeit einer Datenbank von Java aus. Die Ideen sind eigentlich sehr ähnlich in anderen Programmiersprachen auch. Die können wir da also sehr gut übertragen. Da gibt es also keine Probleme, das irgendwie zum Beispiel in C++ oder anderen Sprachen anzuwenden. Wenn Zeit ist, gucken wir etwas genauer mal in die Datenbanken hinein, in die Datenbanksoftware selber. Das heißt also, wie erstelle ich eigentlich eine gute Datenbank? Da werden Sie sich hoffentlich intensiv an Algorithmen und Datenstrukturen erinnert führen. Ja, dann im nächsten Schritt werden wir in der Datenbank selber die Software bearbeiten. Das heißt also eigentlich nicht die Software der Datenbank, sondern eben Software hinzufügen. Wir werden sehen, dass man neue Funktionalität anlegen kann, die dann eben systematisch genutzt werden kann, um dann eben mehr Möglichkeiten zu haben, zum Beispiel zu kontrollieren, dass nur ordentliche Daten sich in unserer Datenbank befinden. Das Testen der Datenbanksoftware werden wir uns auch kurz ansehen. Da geht es darum, eben zu sehen, ja, wie kann ich eigentlich überprüfen, dass die Sachen funktionieren? Da wir Java machen, wird es sicherlich was mit JUnit zu tun haben.
Und man könnte es sogar mit, in Anführungsstrichen, nacktem JUnit machen. Wir werden da sehen, dass es eigentlich kleine Erweiterungen gibt, die das Leben da noch ein bisschen einfacher machen. Dann kommen wir zu dem formaleren Begriff der Transaktion. Der ist elementar für das Verständnis von Datenbanken, da hier geregelt wird, wie mehrere Leute oder mehrere Prozesse zusammenarbeiten können. Das ist auch eventuell der zentrale Begriff aus dieser Lehrveranstaltung, der ja praktisch bei jedem Informatiker hängen bleiben muss. Das heißt, jederzeit, wenn man den Begriff Transaktion hört, sollte man sofort wissen, worum es geht und vielleicht auch wissen, in welchen Bereichen das wichtig sein kann. Details zur Datenbank gucken uns dann nochmal an, wie man ein bisschen dann zum Beispiel Rechte verwalten kann. Da gehören auch die Views mit dazu. Da kommen wir dann da drauf. Ja, und dann werden wir uns noch ein Thema angucken. Müssen wir uns eigentlich immer nur mit Tabellen rumschlagen? Gibt es nicht auch andere tolle Datenbanken? Die Antwort ist ja. Da werden wir mit NoSQL zum Beispiel auf MongoDB gucken, ein bisschen sehen, wie man da eben Daten modellieren kann und dann die klassischen Sachen eben auch Analyse von Daten, wie man das dann machen kann. Das ist so ein Grundüberblick über die Gesamtveranstaltung, eben ob alle Blöcke vorkommen. Ja, hängt eigentlich vom genauen Zeitplan der Veranstaltung dann ab. Man kann einzelne Blöcke sicherlich da weglassen. Die zentralen Ziele der Veranstaltung habe ich hier nochmal ein bisschen genauer zusammengefasst. Das erste werden wir uns gleich angucken. Müssen wir uns überhaupt mit Datenbanken beschäftigen? Wenn die Antwort nein wäre, hey, dann können wir diese Veranstaltung knicken. Das wäre ja auch nicht so schlecht, oder? Nee, nein, wir werden sehen, es macht Spaß und es ist ein sehr wichtiges IT-Thema dann. Ja, dann ist die Frage hier eben, wie gehe ich mit Anforderungen um? Das lernen Sie noch systematischer in OAD kennen. Deswegen werden wir hier uns sehr konkret nur auf die Modellierung konzentrieren, also sehen, wie man da Ideen in ein formales Modell gießen kann. Und dann eben im nächsten Schritt wollen wir zu hochwertigen Tabellen kommen. Wir werden sehen, dass es da einen engen automatischen Zusammenhang gibt. Man sogar auf den Knopf drücken kann und aus dem Modell da gute Tabellen werden. Und dann eben der sehr wichtige Teil, den man immer wieder braucht. Klammern, so bin ich auch zu den Datenbanken dann gekommen. Man muss von einer umgebenden Software aus auf die Software zugreifen, auf die Datenbank zugreifen können und Auswertungen fahren können. Das Ungeschickteste ist, die Datenbank dabei nicht zu nutzen, also zum Beispiel einfach alle Daten auszulesen und dann irgendwie selber zu verarbeiten. Das sollte man bitte tunlichst vermeiden. Ja, und deswegen steht hier eben dran, wie muss man dann Datenbank mit anderer Software verknüpfen, ist auch ein sehr wichtiges Thema, was wir uns da genauer angucken werden. Ja, und hier steht nochmal eben der Satz von den Anforderungen über die Umsetzung mit Tabellen. Begriff kennen wir jetzt ja ein ganz bisschen, hin zur vertieften Nutzung und Integration in andere Software. Das ist so die Geschichte, die wir uns da genauer angucken wollen. Falls Sie nebenbei bei mir noch keine Veranstaltung belegt haben, habe ich hier nochmal so ganz kurz einen minimalen Lebenslauf aufgelegt. Wen es interessiert, der kann den mal anhalten. Interessant ist, den vielleicht von unten zu lesen. Hier steht eben drin, dass ich irgendwie nach dem Studium und Promotion im schönen Oldenburg dann eben 4,5 Jahre lang als Systemanalytiker und Systemberater in Wilhelmshaven gearbeitet habe, da einiges im Bereich Anforderungsanalyse gemacht habe und da auch relativ schnell ein bisschen genaueren Kontakt mit dem Thema Datenbank hatte. Das heißt, insbesondere habe ich mich damit zum Beispiel beschäftigt, wie man zum Beispiel verschiedene Datenbanksysteme vereinigen kann, sodass man dann eben ein homogenes System nach außen hat. Datenbanken spielen auch in jedweder anderen Software eine große Rolle, da man immer wieder Daten persistieren muss und dann eben in der Softwareentwicklung drauf zugreift. Mein eigentliches Thema ist Software Engineering. Das ist auch das, was ich dann als Schwerpunkt immer bei meinen Professuren an Fachhochschulen hatte. Erstens bei der schönen privaten Fachhochschule Nordakademie in Elmshorn. Da bin ich 3 Jahre gewesen. Danach eben nach Wiesbaden an die Hochschule Rhein-Main gewechselt. Auch dort habe ich eben Software Engineering und ein bisschen Datenbanken gemacht. Und hey, genau das mache ich jetzt auch schon seit über 10 Jahren und sicherlich noch mehr als 10 Jahre weiter dann in der Form eben Software Engineering und ein bisschen Datenbanken, weil das eigentlich immer auch eng zusammenhängt. E-Mail-Adresse kennen Sie, ist Standard und der Raum ist auch relativer Standard, der hier drin steckt. Kommen wir zum Ablauf der Veranstaltung. Ist eine ganz normale 5 Credit Points, also Leistungspunkte Veranstaltung mit etwa 150 Arbeitsstunden. Besteht aus 2 Stunden Vorlesung und 2 Stunden Praktikum. Das Praktikum selber wird typischerweise nochmal getrennt genauer erklärt werden, wie der Ablauf dort ist, auch wie wir das mit der Anwesenheit machen, beziehungsweise mit der Abgabe von Übungsaufgaben. Die Beschreibung hier ist ehrlich gesagt eher die, die für eine
aktuelle laufende Vorlesung ist denn für eine Online-Version. Aber da gucken Sie einfach mal rein in die Beschreibung, die ich schon erwähnt hatte. Da steht schon dann genauer drin, wie das dort ablaufen wird. Fürs Praktikum selber ist es wichtig eben, dass Sie dort eben Übungsblätter bekommen und diese Übungsblätter jeweils zur nächsten Woche bearbeiten sollen. Das machen Sie bitte in Zweier- oder Dreiergruppen. Keine Einzelgruppen. Gerade auch bei zum Beispiel dem Thema Anforderungsanalyse ist es wichtig, mit anderen zu diskutieren, zu streiten, Vor- und Nachteile anzugucken und auch vielleicht dann eben gemeinsam zu einer Lösung zu kommen. Nicht nur zu sagen, ach, wir nehmen jetzt die Lösung von einer Nase oder von gucken da eben drauf, dass wir möglichst schnell nur durchkommen. Es wird Übungsblätter geben, die Anzahl werden wir auch nochmal genauer klären, dann in der Form, wie es aussieht. Und auf denen stehen Punkte drauf. Die Punkte nebenbei hält man für redlich bemüht, allerdings das im positiven Sinne des Wortes. Das heißt, wir werden eben dort nicht irgendwie die perfekten Lösungen nur mit den Punkten bewerten, sondern nur, wenn Sie es, es reicht aus, wenn Sie es eben ordentlich bearbeitet haben. Fehler dürfen gerne drin sein, ermöglicht einem Diskussionen. Auch wenn Sie etwas nicht vollständig schaffen, markieren Sie den Punkt, gucken Sie, wie weit Sie kommen und dann kann man darüber eben reden oder dann ein paar E-Mails schreiben oder gerade dann hier in Zoom irgendwie miteinander diskutieren. Das wäre dann mein Wunsch, der dahinter steckt. Ja, wenn Sie als Team arbeiten, steht hier drin, planen Sie gemeinsam, was Sie machen wollen, gucken sich die Aufgaben gemeinsam an. Wenn jeder verstanden hat, worum es geht, dann kann man auch eben gegebenenfalls dazu übergehen, dass in diesen Sachen nicht von jedem gelöst werden, sondern eben nur einer die Detailausarbeitung macht, dass man sie dann danach eben bespricht. Sie können genauso gut auch sagen, dass jeder die Lösung dann eben erstellt, dass Sie sich dann zusammensetzen und dann daraus die beste Lösung rausklöppeln. Wenn Sie dann auch mehrere Lösungen haben und wir Zeit haben, werden wir es auch im Praktikum gerne besprechen. Per E-Mail kann man mich auch immer erreichen, da kann man eben einiges dann klären. Die 85 Punkte nebenbei, die hier drin stehen, heißt ganz einfach nur, Sie können zumindest ein Aufgabenblatt weglassen. Falls Sie krank werden zum Beispiel, kann man dann ganz einfach sehen, dass Sie sagen, okay, muss ich nicht nachholen, sondern ja, wird einfach dann so angerechnet. Nebenbei reicht es aus, wenn die Ihre Kollegen aus Ihrer Arbeitsgruppe Ihre Ergebnisse vorstellen können oder mir zuschicken dann, sodass Sie dann die Punkte auch dafür erhalten. Also wenn Sie einmal nur krank sind, ist das kein Problem. Zweimal ist generell auch kein Problem. Beim dritten Mal wird es kritischer. Wenn das passiert, melden Sie sich frühzeitig, dann kann man noch einen Plan B kriegen, wie man das Praktikum auch bestehen kann. Eventuell müssen Sie dann irgendwelche weiteren Aufgaben lösen, aber das können wir dann individuell miteinander klären. Die Prüfungsform, die hier steht, ist die Klausur. Das klärt sich auch im Laufe des Semesters, gerade wenn es wirklich jetzt hier eine Online-Veranstaltung sein sollte, könnte das auch sein, dass es ein Projektbericht ist. Passen Sie auf, das wird frühzeitig Ihnen erzählt werden. Ja, dann müssen Sie sich einfach darauf einstellen, was man dort machen kann. Meine Veranstaltungen sind schnell, ich rede recht zügig, stellen Sie Fragen, bremsen können Sie mich nicht, doch, Sie haben einen Pauseknopf. Da kann man eventuell dann nicht direkt Fragen stellen. Das ist ein Nachteil dieser Veranstaltungsform. Aber wenn es eine größere Frage ist, schreiben Sie die auf, schreiben Sie eine E-Mail, kann man jederzeit was machen oder eben kommen Sie zu einer Zoom-Besprechung dann. Da kann man dann die Sachen eben ja, durchreden und besprechen. Achtung, generell aufpassen. Und Studierenden wird ein sehr hoher Anteil von Eigenarbeit erwartet, insbesondere bei Online-Veranstaltungen. Nutzen Sie es aus, hören Sie die Vorlesung zu festen Zeiten, überlegen sich feste Zeiten, zu denen Sie die Praktikumsaufgaben bearbeiten, sodass Sie da immer ein festes, klares Schema haben. Dann kann man damit eigentlich relativ locker auch ja, durchkommen. Ach ja, wie kann man eigentlich nicht durchkommen durch ein Praktikum? Ganz einfach, Sie geben Aufgaben ab, die auch jemand anders abgegeben hat, also Copy- und Paste-Sachen, führen zum sofortigen Ende für alle Leute, die am Copy- und Paste beteiligt sind. Weil ich davon kein Freund bin. Falls Sie sehr ähnliche Lösungen haben oder die eben von irgendwelchen Leuten übernehmen mussten, weil Sie sie vorher nicht verstanden hatten, machen Sie das frühzeitig klar, dann kann man darüber sicherlich auch reden, dann ist das auch noch kein K.O.-Punkt, den es dort gibt. Der Verhaltenskodex gilt für Online-Veranstaltungen wohl weniger, aber ein Verhaltenskodex ist schon wichtig. Gucken Sie die Videos auf einen ordentlich großen Bildschirm. Ich gehe davon aus, dass Sie einen großen Bildschirm haben, weil ich von der Schriftgröße teilweise durchaus weiter runtergehe. Es handelt sich hier also nicht um Handyvideos, die man nebenbei mal gucken kann.
Und nebenbei sollte man bitte generell auch nichts, sollte man auch nicht irgendwas machen. Das heißt also, falls Sie dann irgendwie eine Unterbrechung haben, pausieren Sie auch das Video und überlegen Sie, dass Sie dann wieder einsteigen können. Das ist mir da sehr wichtig. Ja, Sie melden sich in Oskar an und haben dann die Möglichkeit eben auch generell sich über die Aufgaben zu informieren, wobei die nicht in Oskar liegen. Da liegen vielleicht Lösungshinweise, die ich nach den Aufgaben verteile, aber die generellen Aufgaben sind ganz einfach hier über diesen Link verfügbar. Da kann man mal gucken, da gibt es einen Link dann zu unserer Vorlesung hin. Und da sind praktisch alle wichtigen Unterlagen, jedenfalls für die Aufgaben und auch für die Vorlesung enthalten. Generell, wenn es irgendwelche Probleme gibt, technische Sachen auch, oder ich habe ganz einfach vergessen, irgendwas hochzuladen, schreiben Sie eine E-Mail. Ich finde es besser, viermal die gleiche Mail zu bekommen, dass ich was vergessen habe, als dass mir jemand sagt, ja, das konnte man sich schon so denken und wir haben ja auch noch da ein bisschen Literatur und so. Nee, einfach mal erzählen, wenn was nicht richtig läuft und dann kann man das klären. Für mich persönlich ist noch wichtig, wenn Sie jetzt die Veranstaltung angefangen haben, sich in Oskar eingetragen haben, gehören Sie zur Veranstaltung. Falls Sie aufhören, teilen Sie mir ganz einfach per E-Mail kurz mit. Das kann egal sein. Sie wollen keine Online-Veranstaltung machen. Sie haben sich zum großen Stundenplan aufgefüllt. Sie hoffen, die Veranstaltung mal beim anderen Prof hören zu können. All sowas kann ich mitleben. Ich finde es immer auch besser, als wenn man gar nichts mitteilt. Ansonsten habe ich irgendwelche Annahmen und die helfen nicht weiter, gerade wenn man irgendwas weiter planen möchte, was man sonst so dort machen kann. Kommen wir zu dem, was Sie alle schon können. Sie können programmieren, Punkt. Das heißt, Sie können in Java programmieren, Sie können in C++ programmieren. Wir werden hauptsächlich wieder Java machen. Das heißt, Sie sollten vielleicht das nochmal ein bisschen auffrischen. Man muss da kein Java-Insider sein. Es ist also eher die formal einfache Programmierung, die es dort gibt. Programmierung selber wird eigentlich vorausgesetzt. Das heißt, es gibt einige Programmieraufgaben und da sollten Sie nicht an der Programmierung selber scheitern, sondern vielleicht an Algorithmen, die Sie sich dann ausdenken müssen. Ja, aber die Begriffe eben aus der Objektorientierung mit Klassenmethoden, Collections und Ausnahmen sollten klar sein, weil wir werden sie alle brauchen. Ja, aus der Mathematik sollten Sie wissen, was eine Menge ist und eine Relation. Relationen haben sehr, sehr viel mit relationalen Datenbanken, also Tabellen, zu tun. Und wäre nicht schlecht, wenn man jetzt schon da eine Vorstellung von hätte. Wir werden uns das nochmal ganz kurz angucken. Trotzdem, da ist die Mathematik definitiv wichtig dazu. Sie werden typischerweise im nächsten Semester OAD machen. Da werden Sie auch wieder was Richtung Modellierung machen. Das Schöne ist, einige Ideen aus der Anforderungsanalyse, die wir uns hier angucken, können Sie dann dort übernehmen. Dort wird das aber weiter ausgeschmückt. Da wird es detaillierter angeguckt werden dann. Tja, Datenbanken selber nutzen Algorithmen und Datenstrukturen. Die muss man dafür nicht so ganz genau verstanden haben. Aber eben ja, die Komplexität dieser Algorithmen sollte man eigentlich locker drauf haben. Also das sollte man alles geschafft haben. Sie erinnern sich an die mindestens 40 Credit Points, die Sie auf jeden Fall haben sollten. Was gibt es sonst noch? Ja, spannend ist Datenbanken. Wir machen eine Grundlagenveranstaltung. Dazu gibt es eine schöne Vertiefungsveranstaltung von meinem Kollegen Heiko Tapken. Die wird etwas unregelmäßig angeboten. Wenn sie angeboten wird, sicherlich eine tolle Möglichkeit. Professor Tapken macht auch parallel die Vorlesung für die Medieninformatik. Die sind fachlich, sind unsere Veranstaltungen sehr ähnlich. Von den Notationen her weichen wir so ein kleines bisschen ab. Das sollte für Sie kein Problem sein. Viele Leute aus meiner Veranstaltung haben schon bei Herrn Tapken dann an einer Vertiefung teilgenommen und viel Spaß gehabt. Also wäre das eine Möglichkeit dazu. Ja, und der Datenbanken braucht man eigentlich immer, wenn Sie was programmieren wollen. Sie werden explizit nochmal aufgegriffen im Thema Softwarearchitektur im 5. Semester, weil da geht es auch darum, wie man da Daten persistent halten kann. Das wird dort eben auch nochmal genauer dort angesehen. Und Sie werden praktisch dann sehen, dass man einige Sachen, die wir hier machen, vielleicht gar nicht braucht, aber man muss sie verstanden haben, weil die werden implizit genutzt da drin. Also deswegen sehr sinnvoll, die Datenbanken zu hören, bevor man sich mit so etwas beschäftigt. Zu den Werkzeugen gilt ganz einfach die Aussage, nutzen Sie die Werkzeuge, die ich Ihnen vorgebe. Das heißt im Klartext, wenn man genau drauf guckt, sehen wir hier drin, es gibt eine Werkzeugsammlung, Kleukers SEU, die kann man sich runterladen von der Webseite. Und da sind alle Tools drin, die Sie brauchen. Erstmal sind da alle Tools drin, die ich brauche, gebe ich ja zu.
dann, aber Sie können eben dann die wichtigen da raussuchen, die habe ich ja auch auf der Seite stehen. Und die Grundidee ist, wenn Sie es ordentlich installieren, das heißt ganz einfach nur auspacken in einem Ordner, in dem kein Leerzeichen vorkommt, kann man die Sachen unter Windows 10 automatisch nutzen. Das sehen Sie hier dran, dass wir unter anderem hier eben eine Datenbank haben, Derby, da werde ich nachher noch kurz was zu sagen. Wir werden Eclipse zum Programmieren nutzen. Nebenbei, das braucht zum Starten beim ersten Mal sehr, 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 sehr lange. Wenn es das aber einmal gemacht hat, beim nächsten Start braucht es nur noch sehr lange. Dann. Ja, also Derby, Eclipse brauchen wir. Dann können wir hier weiter runter gucken. Die SQL Workbench ist die Möglichkeit, auf einer Datenbank zu arbeiten. Wir haben damit also die Chance, dann da genau auf die Datenbank zu gucken und da praktisch also Wichtige zu machen. Und zur Modellierung nutzen wir Umlet. Das ist ein Malwerkzeug, mit dem man unter anderem UML malen kann, aber auch diverse andere Sachen. Und die werden wir uns da eben genauer angucken. Ja, deswegen also die Werkzeuge sind die spannenden, die wir haben. Die sind auch hier praktisch nochmal aufgeführt. Falls Sie sich selbst was zusammenklöppeln als Umgebung, ist es für mich okay. Aber falls Sie dann irgendwie sagen, läuft nicht, sage ich nur selbst schuld, weil es gibt etwas, was garantiert läuft. Das sollten. Und falls es wirklich doch mal nicht laufen sollte, melden Sie sich sehr schnell. Dann gucken wir mal, wie wir da einen Workaround zu finden. Deswegen kann das da also hilfreich sein. Literatur gibt es auch. Das Einfachste ist, ich habe ein Buch über Datenbanken geschrieben und darauf basiert diese Vorlesung. Hier ist sogar der positive Effekt, oder wie ich finde, positive Effekt, die Beispiele im Buch sind andere als die, die ich in den Folien nutze. Das hat für Sie den Vorteil, eben, dass es zwei kleine Varianten gibt, daran zu gehen. Sonst vom didaktischen Aufbau und teilweise von dem, was da steht und ich rede, sind das natürlich Sachen, die recht ähnlich sind. Ich werde in den Lernnotizen auch häufig Bezug auf dieses Buch nehmen und Ihnen sagen, lesen Sie folgende Seiten und dann sollte man die folgenden Seiten dazu lesen. Nicht nur ich habe ein tolles Buch geschrieben, einige andere Leute auch. Ich habe hier ein paar sehr schöne Bücher aufgeführt. Das sind alles Bücher, die ja ähnlich von der formalen Ebene her sind. Das heißt also, könnte man alternativ oder und ergänzend sehr gut lesen und mal gucken, was man da so haben kann. Mein Buch nebenbei ist eben vom Springer Viveck Verlag. Können Sie in der Bibliothek frei runterladen. Das heißt also, man kann das PDF da finden und legal herunterladen und dann lesen. Deswegen ist das ein ganz normales Skript, was man dort haben kann. Ja, die anderen Bücher sind hier nochmal erwähnt. Sind also alle empfehlenswert. Hier sind auch mal zwei Bücher genannt, die, ja, falls Sie gerade so zu den wackeligen Leuten gehören, die sich so ein bisschen unerfahren ins Studium reingeschlichen haben und jetzt eben da kontinuierlich weiterarbeiten, was ich nebenbei sehr gerne mag, wenn Leute eben jetzt da eben fast von Null anfangen und jetzt eben bei den Datenbanken angekommen sind, sind das hier so zwei Bücher, die vielleicht hilfreich sein können, wenn man überhaupt gar keine Vorstellung hat. Dieses Buch hier vom Steiner ist relativ weit verbreitet, ist aber definitiv nicht auf Hochschulniveau. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem reingucken kann. Es steht an fast keinen Stellen Blödsinn drin. Die eine kleine Stelle, die ich meine, werde ich auch später hier noch erwähnen. Ja, und wenn man ein bisschen sich nur mit SQL beschäftigen möchte, werden wir uns auch nicht vollständig angucken, dann ist dieses Buch hier sicherlich auch hilfreich, so als kleines Nachschlagewerk, was man dann nutzen kann. Es gibt natürlich auch online diverse Möglichkeiten, sich das da genauer anzugucken. Ja, bevor wir jetzt richtig starten, wollte ich mit Ihnen einfach mal das Thema machen, brauchen wir überhaupt Datenbanken? Und die Antwort ist eigentlich nein, weil die Welt hat auch schon ohne Datenbanken funktioniert. Das heißt, es gab tatsächlich Computersysteme ohne Datenbanken oder es gab sogar eine Welt ohne Computersysteme. Da gucken wir jetzt mal ganz kurz drauf und überlegen, was man da machen kann. Also zum Beispiel Dateien und Dateisysteme könnten auch eigentlich auch ganz gut sein. Ja, gilt generell auch. Gucken wir uns das mal an. Ich habe mal so einen kleinen Arbeitsprozess hier mal aufgeschrieben. Dann sollen Sie im nächsten Schritt mal versuchen, den zu modellieren. Zu überlegen, wie könnte da so ein typischer Ablauf aussehen. Also, kleine Vorlesung. Beispiel Arbeitsprozesse. In einem kleinen Unternehmen findet die Datenverwaltung ohne Software statt. Das Unternehmen wickelt Bestellungen ab, die mehrere Artikel umfassen können und in schriftlicher Form vorliegen. Also Kunden schreiben Briefe oder Postkarten und die kommen da an und sollen bearbeitet werden. Um schnell reagieren zu können, werden auch nicht vollständige Bestellungen versandt und dem Kunden mitgeteilt, dass die weiteren Artikel nicht lieferbar sind. Der Kunde müsste bei Bedarf diese Artikel einfach wieder neu bestellen. Zur Analyse der Abläufe
möchte man eine Übersicht haben, wie viele Bestellungen ein Kunde gemacht hat und wie hoch seine bisherige Bestellsumme war. Weiterhin soll bekannt sein, wie häufig ein Artikel bestellt wurde und wie häufig dieser Artikel nicht vorrätig war, obwohl eine Bestellung vorlag. Skizzieren Sie den Arbeitsablauf ab einer eingehenden Bestellung ohne Software mit seinen möglichen Alternativen, sodass alle Informationen erfasst werden können. Also überlegen Sie, die Bestellung kommt rein, also hier in der Start, und Bestelleingang in Kundendatei vermerken, also wir schreiben das in einen Ordner hinein, das soll der erste Schritt sein. Und dann überlegen Sie, wie muss der Arbeitsablauf sein, sodass man eben die Forderungen, die hier drin stehen, was man dort machen kann, auch umsetzen kann innerhalb eines Systems. Die Modellierung werde ich Ihnen dann im nächsten Schritt einfach im nächsten Video am Anfang kurz vorstellen. Da gibt es auch nebenbei wieder Varianten. Es ist nicht wie eine Lösung, die ich Ihnen gleich zeige. Deswegen, auch wenn Sie dazu Fragen haben oder ich mal über Ihre Modellierung drüber schauen soll, können Sie dann gerne mir so etwas mal zuschicken.